17.59 Minuten und 53 Sekunden. Sie sehen, wir sind live. Auch an diesem Montag, der erste Tag in der Woche. Mal gucken, was der Dienstplan so zusammengewürfelt hat. Christina Berner Regie und Christina Hecking in der Form des Sendet-CVDs heute. Ganz genau. Was soll ich da noch hier? Ich gehe jetzt. Moderieren. Ja. Und wir haben für Sie wieder eine ganze Menge Themen vorbereitet. Und zwar fangen wir an mit einer Frau, die hat in ihrer Freizeit ein Musikvideo produziert und dafür prompt die Kündigung von ihrem Arbeitgeber erhalten. Und warum das Ganze, das zeigen wir Ihnen. Und der Arbeitgeber hat jetzt in den letzten zwei Stunden auch reagiert. Das Ganze hat für viel Diskussion gesorgt, für viel Diskussionsstoff. Dann, Sie kennen das vielleicht auch, wohnen möglicherweise in einem ländlichen Gebiet und Sie wollen einfach nur ein Video anschauen bei YouTube oder ähnliches und das Ganze lädt einfach nicht. Auch in einer kleinen Gemeinde im Kraichgau ist das Ganze passiert, aber da gibt es jetzt Hoffnung auf Besserung. Das zeigen wir Ihnen und im Sport beim Faustball, da hat es eine Überraschung gegeben. Das und noch ganz viel mehr jetzt bei Ron. Und gleich zu Beginn unserer Sendung geht es um Musik. Das ist ja meistens jedenfalls was Schönes. Eine Sängerin, die eine tolle Stimme hat, auch in diesem Fall ist das so. Und ja, dann haben wir einen Song, der auf den Markt kommt. Aber die Sängerin ist arbeitslos geworden. Hören wir mal in den Song rein. There goes my day again. I'm mad if fucked again. My heart is spinning, my brain is burning. Tja, Sonja James rechnet in diesem Song mit ihren Vorgesetzten ab. Die seien sexistisch, unfähig und wüssten eigentlich gar nicht, was die Mitarbeiter an der Basis so alles umtreibt. Also Nieten in Nadelstreifen übersetzt. Medifuck heißt der Titel. Und das Unternehmen, bei dem Sonja James hauptberuflich arbeitet, heißt MediClean. Also das ist jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt mit den Ähnlichkeiten? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist reagiert worden und sie wurde gefeuert, kurz nachdem Medifuck online gestellt wurde, war bei MediClean für sie Schluss. Andreas Notz hat mit Sonja James gesprochen. Ein Song, der gute Laune versprüht, aber gleichzeitig mit der Chefetage abrechnet. Aussprechen, was in den Köpfen von Arbeitnehmern vorgeht. Genau das hatte sich die Musikerin Sonja Tesic alias Sonja James vorgenommen. Ein Schritt, den sie jetzt wohl bereut, denn ihr früherer Arbeitgeber MediClean hat ihr für ihren musikalischen Denkzettel jetzt fristlos gekündigt. MediClean war auf keine Art und Weise Station für mich. MediClean war mein erster Arbeitgeber in Deutschland. Und deswegen, MediClean liegt mir am Herzen. MediClean war die erste Firma, die mir in Deutschland Chance gegeben hat, mich in Deutschland weiterzuentwickeln. Und deswegen habe ich mich richtig so sehr bemüht, so gut wie es geht, Mitarbeiter zu werden. Die gebürtige Bosnierin kam als Praktikantin zu MediClean und hat sich seitdem Schritt für Schritt hochgearbeitet, bis zur Personalsachbearbeiterin. Der Ausgleich zu ihrem Bürojob ist ihre große Leidenschaft, die Musik. Als Kind im Bosnienkrieg hat ihr das Klavierspielen Kraft gegeben. Positive Energie, die sie jetzt auch mit ihrem Song Medifuck versprühen wollte. Ich wollte, sagen wir so, wie eine Hymne für Mitarbeiter machen, wenn wir morgen früh zur Arbeit fahren. Und es ist Montag, es ist 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens, kommt noch eine harte Woche. Und die sitzen im Auto und dann Medifuck, 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 we are all Medifuck. Und es bringt einfach gute Laune. Die Firma sieht das allerdings anders. Wenn eine Mitarbeiterin der Personalabteilung, deren Aufgabe es ist, neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen, sich in einem Video dermaßen geschäftsschädigend verhält, ist das Vertrauen grundlegend zerstört und eine weitere Zusammenarbeit unmöglich. Eine Einschätzung, die Konsequenzen hatte. Ich bin nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Schon um 11.30 Uhr ist Finanzvorstand in mein Büro reingekommen mit einer Anwältin. Tür zugemacht, sodass ich weiß nicht, was keiner mitkriegt. Und er hat mich sogar persönlich begleitet bis Untergeschoss und mir Tür geöffnet. Gegen die fristlose Kündigung will Sonja Tesic jetzt vorgehen. Am 20. März steht der erste Termin vor dem Arbeitsgericht Offenburg an.
Tja, merkwürdiger Fall, dachten wir uns in der Redaktion, haben uns deshalb kompetenten Beistand geholt. Frank Zander ist bei uns Arbeitsrechtler. Guten Abend. Was sagen Sie denn dazu? Ist das rechtens, jemanden wegen so eines Songs zu kündigen? Tatsächlich ein sehr interessanter Fall, weil natürlich ein Song oder wie hier dieses Video auch irgendwo von der Kunstfreiheit gedeckt ist und auch kritische Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und da muss man natürlich eine Abwägung treffen. Der Mitarbeiter wusste offensichtlich, dass er etwas provozieren kann, aber der Arbeitgeber wusste auch, dass der Mitarbeiter hier künstlerisch tätig ist. Und in meinen Augen ist es eine harte Kritik, auch eine durchaus spitze Kritik, aber so sagt das Bundesverfassungsgericht auch eine Meinungsäußerung kann hart sein, sie kann daneben liegen, aber sie macht es nicht automatisch zur Schmähung, sodass ich hier den Einwand der Schmähkritik hier noch nicht sehe. Von höchster Stelle Bundesverfassungsgericht, das heißt ja schon was. Jetzt hat der Arbeitgeber MediClean auch noch weiter reagiert. Das gucken wir uns mal zusammen hier in dieser Texttafel jetzt an. Es gab dort Äußerungen von MediClean. Und zwar wurde gesagt, Sonja James ist die Lebensgefährtin von Dirk Schmitz. Dirk Schmitz war bei uns ein Geschäftsführer und hat unserem Unternehmen wegen einer vermutlich enttäuschten Karrierehoffnung verlassen. Finanziert und produziert wurde das sehr aufwendig und mit viel Geld hergestellte Video von Dirk Schmitz. Das Video ist unserer Einschätzung nach einerseits ein persönlicher Rachefeldzug von Dirk Schmitz, andererseits dient es als Propaganda rechtspopulistischer Kreise. Diverse AfD-Funktionäre treten in dem Video auf. Dirk Schmitz, muss man dazu sagen, war Bürgermeisterkandidat für die AfD bei der Wahl in Ludwigshafen. Das ist jetzt aber auch merkwürdig. Ein großes Unternehmen wie MediClean, 10.000 Mitarbeiter, 600 Millionen Umsatz, das hört sich ja so nach schmutziger Wäsche auch an. Das hört sich nicht nur so an, das klingt auch ganz danach. Zumal für mich erschließen sich die Gründe dafür nicht. Weil was hat der Herr Schmitz unterstellt, dass es wahr, denn mit der Kündigung von der Sonja James zu tun? Sehe ich nicht ganz den Zusammenhang. Und damit werden Sie beim Arbeitsgericht mit Sicherheit auch nicht gehört werden. Dann müssen Sie den Rachefeldzug gegen den Herrn Schmitz führen, aber nicht gegen die Mitarbeiterin. Und ich glaube, wir haben sie im Einspieler eben gesehen, die Frau James ist eigentlich nicht gebürtige Deutsche. Inwiefern sie da als rechtspopulistische Kreise bedienen soll, erschließt sich mir jetzt auch nicht so ganz. Also jetzt brechen wir es mal runter auf den normalen Arbeitnehmer wie du und ich. Wenn ich jetzt bei Facebook schreibe, das war ja heute wieder ein ganz dummer Arbeitstag, ich will es jetzt nicht schlimmer ausdrücken, hier in diesem Unternehmen und mein Chef hat das und das gesagt, mache ich mich damit, also gefährde ich damit meinen Job, darf ich das machen? Gefährden tue ich ihn tatsächlich, weil natürlich die Chefs Facebook anschauen und auch beobachten und die Gerichte sind auch streng, was soziale Netzwerke angeht, weil es natürlich ganz andere Kreise ziehen kann. Allerdings muss man auch hier immer darauf achten, was man sagt. Wie gesagt, das war aber kein so toller Arbeitstag, wie Sie es gerade gesagt haben, dann ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt und es ist ja nicht meine Pflicht zu sagen, wunderbar, ich arbeite im besten Unternehmen der Welt. Wenn ich natürlich sage, mein Chef war heute aber mal wieder ziemlich gemein und hat auch böse Sachen gesagt, die ich jetzt hier auch nicht sagen möchte, dann ist es unter Umständen tatsächlich ein Grund zur Kündigung. Und da muss man prüfen, ob es eine fristlose Kündigung rechtfertigt, eine Abmahnung notwendig ist oder eine ordentliche Kündigung ausreicht. Beschäftigen solche Fälle schon die Arbeitsgerichte und auch Sie? Ja, in der Tat. Wir haben ja als Arbeitsrechtler und Urheberrechtler mit solchen Fällen öfter zu tun. Und gerade Facebook, es ist unüberlegt, ganz schnell geteilt und nimmt ganz große Kreise. Und da muss man sagen, die Gerichte schauen da sehr genau hin, wenn bei Facebook etwas steht, was beleidigend ist. Da verstehen die Gerichte keinen Spaß, völlig zu Recht. Aber nochmal, wenn die Meinungsfreiheit nicht verletzt ist oder die Kunstfreiheit noch im Raum steht, also in diesem Fall, denke ich, hat Frau James bessere Karten als der Arbeitgeber. Wir sind gespannt. Ein merkwürdiger Fall, vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam. Wir beobachten den mal weiter und dank Ihrer Hilfe werden wir auch das einschätzen lassen. Danke, Frank Zander, für den Besuch im Studio. Hartz IV bedeutet nicht Armut. Denn mit Hartz IV habe jeder das, was er zum Leben braucht. Eine provokante These aufgestellt vom designierten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an diesem Wochenende in einem Interview mit der Berliner Morgenpost. Der aktuelle Hartz IV-Satz liegt übrigens, nur zur Erinnerung, bei 416 Euro. Dafür hagelt es jetzt aus allen Ecken Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte davor, Zitat, dass Menschen, die wie er oder ich gut verdienen, versuchen zu erklären, wie man sich mit Hartz IV fühlen sollte. Zitat Ende. Linken-Fraktionssprecherin Wagenknecht sprach von einer Verhöhnung mit arroganten Belehrungen. Wir haben Menschen in der Ronn-Region gefragt, was sie von dieser These halten. Hartz IV bedeutet nicht Armut. Der künftige Gesundheitsminister Jens Spahn behauptet, Menschen, die von Hartz IV leben, leben nicht in Armut. Wie sehen Sie das? Also ich würde sagen, man muss das differenziert sehen. Es gibt Leute, die leben in Armut, Alleinerziehende, Männer wie Frauen. Es gibt welche, die vielleicht nicht mehr arbeiten können und das ist tatsächlich ein Limit. Aber es gibt auch welche, die könnten erstens arbeiten gehen,
oder sich auch was dazu verdienen. Das ist ja erlaubt. Man muss sich nur informieren letztendlich. Aber ich glaube schon, es ist wenig Geld bei Hartz IV. Es reicht nur zum Existieren und auch nur, wenn man, wie ich, mit Geld umgehen kann, was vielen ja auch noch ein bisschen abgeht. Und ich bin ledig und los. Für mich reicht es zum Existieren, aber Leben ist was anderes. Es ist nicht menschenwürdig, wenn man am sozialen Leben teilhaben möchte, geschweige denn kulturelles Leben oder sonst was. Ja, also, ja, geht gar nicht. Es ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Was würden Sie denn am liebsten sagen, wenn Sie sowas hören von ihm? Er sollte es selbst mal versuchen, mit dem Geld im Monat auszukommen. Weiß ich nicht. Also Politiker kommen vielleicht schwer damit klar, würde ich behaupten. Die haben ein sehr gutes Gehalt. Tja, was sagen Sie dazu? Wenn Ihre Stimme noch nicht gehört wurde, können wir das nachholen, zum Beispiel bei Facebook. Da können Sie sich äußern. Hartz IV, ist das nun ausreichend zum Leben oder nicht? Bedeutet das Armut? Ich denke, da haben viele so ganz ihre persönliche Meinung. Wir sind darauf gespannt. Treten Sie da ruhig mit uns in Kontakt zu diesem Thema. Und gleich gibt es bei uns einen Rekordversuch beim Wasserball. Und bei der deutschen Meisterschaft der Faustballer wird nach den Sternen gegriffen, nach dem deutschen Meistertitel. Sie sehen also, das sind ganz selbstbewusst Sportvereine bei uns hier in der Region. Und das werden wir gleich würdigen. Und es ist noch viel mehr passiert, auch hier bei uns. Nämlich im Nachrichtenüberblick werden wir Ihnen das zeigen mit einem ganz neuen Kollegen, der heute für Sie tätig war. Drücken wir ihm die Daumen. Nico Papadopoulos. Viel Spaß. IHK kritisiert Anbindung. Die Innenstädte in der Region müssen auch in Zukunft gut erreichbar sein. Das mahnt der Industrie- und Handelskammerbund Rhein-Neckar. Besonders Verkehrsprobleme wie Komplettsperrungen von Brücken oder Ähnliches dürfen der Wirtschaft nicht zu großen Schaden zufügen. Wir versuchen hier eine moderierende Funktion einzunehmen. Und unsere Aufgabe ist jetzt einerseits eben der Politik und den Verwaltungen zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass die Verkehre aufrechterhalten werden, dass auch der Wirtschaftsverkehr, der Güterverkehr aufrechterhalten wird. Auf der anderen Seite aber eben keine Panik zu schüren, zu sagen, die Städte sind nicht mehr erreichbar. Besonders die Innenstädte könnten in Zukunft von der schlechten Erreichbarkeit von außen bedroht sein. Großzügige Spende. 10.000 Euro übergab heute der Mannheimer Schmierstoffkonzern Fuchs an die Projektgruppe Anpfiff ins Leben e.V. Sie unterstützt Jugendliche im schulischen als auch im sozialen Bereich vom Grundschulalter bis zum Berufseinstieg. Freundlicher und respektvoller Umgang mit allen steht hierbei im Vordergrund. Das Unternehmen Fuchs ist schon länger Partner des gemeinnützigen Vereins. Auch im vergangenen Jahr spendeten sie bereits 10.000 Euro. Streit um Salierbrücke. Bei einer Infoveranstaltung versuchte der Speyerer Oberbürgermeister Hans-Jörg Eger heute möglichst viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Denn die 1956 fertiggestellte Brücke muss saniert werden und das so schnell wie möglich. Wir haben sehr viel Lkw-Verkehr, wir haben sehr viel Gewerbeverkehr, weil wir ja auch ein wesentlicher Arbeitgeberstandort für die Industrie, für die Logistik sind. Und wir haben sehr viele Einpendler, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die hierher kommen, auch von rechts des Rheines. Von daher ist es eine ganz wesentliche Rheinverbindung für Speyer und für die Region. Die Sanierungsmodelle reichen von Komplettsperrung und Erneuerung bis hin zu einem kompletten Neubau. Über die wichtige Verbindung zwischen Baden und der Pfalz fahren täglich rund 24.000 Fahrzeuge. Die Bauarbeiten sollen im Januar kommenden Jahres beginnen. Im Sport gibt es fast nur gute Nachrichten aus der Rhön-Region. Also fangen wir mal an, zum Beispiel in Ludwigshafen. Ein Rekordversuch ist geglückt. 249 Zuschauer haben sich am Samstagabend das Wasserballspiel zwischen dem WSV Ludwigshafen und dem SV Bietigheim angesehen. Einmal pro Saison rufen die Ludwigshafener Verantwortlichen zu diesem besonderen Event auf. Es geht darum, Wasserball bekannter zu machen und immer mehr Zuschauer zu den Spielen des WSV zu locken. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren nicht geklappt hat, den Rekord von 207 Zuschauern zu brechen, waren sie in diesem Jahr wieder erfolgreich. Die Stimmung im Hallenbad Süd war hervorragend. Das lag auch daran, dass Ludwigshafen das Zweitligaspiel mit 15:11 gewonnen hat. Unterstützt wurden die Ludwigshafener auch von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, die auf den Besuch im Hallenbad perfekt vorbereitet war. Ja, natürlich. Also ich weiß ja, wenn ich in ein Hallenbad gehe, muss ich Flipflops anziehen. Stöckelschuhe passen da eben nicht rein. Und mit den Plastiküberziehern, das ist ja auch ein bisschen warm. Ich denke, das so leger wie möglich. Und Überraschung in Mannheim-Käfertal. Deutsche Meisterschaften, Faustball in der Halle. Und Käfertal hat beim Finale der Hemm fast für eine Überraschung gesorgt gegen Berlin. Der Titel war, naja, in der Nähe. Und unser Reporter Maximilian Wendel war mittendrin und dabei. Jetzt wird gefeiert in Mannheim.
Von Edelmetall haben sie geträumt. Von mehr aber wahrscheinlich nicht. Aber wer hätte das gedacht? Die Überraschung ist in TV Käfertal geglückt. Die Faustballer haben die Silbermedaille geholt. Silber, das sich schon kurz nach der Finalniederlage wie Gold anfühlt. Denn der TVK ist eigentlich nur mit geringen Chancen in das Endrundenturnier in der Mannheimer GBG-Halle gegangen. Mittlerweile wieder glücklicher als kurz nach dem Spiel, da war ich auch kurz mal ein bisschen traurig. Aber jetzt ein paar Minuten vergangen und doch sehr glücklich und stolz auf unsere Leistung. Denn schon nach dem ersten Turniertag war klar, mit Käfertal wird zu rechnen sein. Ein wichtiger Faktor, Hauptangreifer Marcel Stocklaser hatte in der ungewohnten BGB-Halle keine Anlaufprobleme. Mit platzierten Schlägen sicherte er seinem Team Punkt um Punkt. Schon in der Vorrunde tat sich Käfertal leichter als gedacht. Mit einem Sieg wären wir schon vollkommen glücklich gewesen heute, dass es zwei Siege sind und auch beide sogar 3-1 und nicht ein enges 3-2. Kann man stolz sein, ja? Stolz war auch Kapitän und Abwehrspezialist Dominik Mondl. Dass es jetzt wirklich so kommt, ist schon auch überraschend, gar keine Frage. Wir wollten in beiden Spielen gegenhalten, das haben wir geschafft. Die waren jetzt beide am Ende, die Sätze relativ eng. Das kann so und so ausgehen, wir haben das glücklichere Ende gehabt. Super, überglücklich. Und dieses Glücksgefühl wurde am Sonntag vor über 2000 Zuschauern noch einmal gesteigert. Im Halbfinale fegte der TVK den Ahlhorner SV vom Feld. Im Finale warteten dann die Faustballer aus Berlin, die nur dank eines Kantersieges im letzten Gruppenspiel das Halbfinalticket lösten. Im Endspiel waren dann beide Teams heiß. Unsere Käfertaler hielten in den ersten beiden Sätzen gut mit, gewannen sogar den zweiten Durchgang. Aber am Ende unterlagen sie mit 1:3 nach Sätzen. Und im Endeffekt war Berlin einfach in dem Spiel zu stark für uns. Also wir haben nochmal alles versucht, haben manche Sachen nicht ganz so gut geklappt wie das restliche Wochenende, muss man auch sagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir einfach dann auch gegen den stärksten Gegner gespielt und deswegen ist Berlin auch verdient deutscher Meister. Natürlich hätte der TVK sich auch gerne selbst gekrönt. Silber ist aber in jedem Falle ein großer Erfolg für die Jungs. Hätte vor dem Turnier jemand gesagt, ey, ihr kommt ins Finale und verliert dann, aber wir hätten es direkt genommen. So ist es halt jetzt im Verlauf, so ein bisschen traurig. Und ich meine, ich stand nicht auf dem Platz. Ich spüre schon so ein bisschen die Trauer bei unseren Jungs, die auf dem Feld standen. Aber im Endeffekt können wir auch stolz auf uns sein. Wir haben eine riesen DM gezockt. Das haben die Käfertaler in der Tat und können jetzt ihren Erfolg erst einmal genießen, bis es dann auf dem Feld wieder um Punkte geht. Und es war noch mehr los in der sportlichen Ronnenregion. Das gibt's jetzt in unserem Sportnachrichtenüberblick. Rückschlag für die Eisbären. Im Titelkampf der Eishockey-Regionalliga Südwest sind die Eisbären Eppelheim ins Hintertreffen geraten. Der ECE hat das erste Finalspiel beim SC Bietigheim-Bissingen 2 mit 1:4 verloren. Jetzt beginnt die Fehlersuche. Alles in allem war es trotz des Ergebnisses eine Begegnung auf Augenhöhe. Und ich denke, wenn wir am kommenden Sonntag die Fehlerquellen, die wir hatten, abstellen, dann kommen Bietigheim auch nicht mehr so einfach auf ihre ersten drei Tore, wie sie heute gekommen ist. Denn die ersten drei Tore, die haben wir denen quasi geschenkt. Wenn Eppelheim am Sonntag Spiel 2 gewinnt, kommt es zum Entscheidungsspiel. Starke Leistung gegen den Meister. Die Volleyballdamen der TSG Rohrbach mussten sich am Wochenende dem Favoriten VfR Umkirch geschlagen geben. Die Rohrbacher hielten sich bei der 2:3 Niederlage wacker, hatten am Ende gegen den Tabellenführer aber keine Siegchance. Umkirch feierte damit die Meisterschaft und den Aufstieg in die dritte Liga. Die Damen der TSG Rohrbach belegen dagegen Rang 6. Bären festigen Platz 2. Die Ketscher Kurpfalzbären haben sich gegen DJK MRC Trier mit 27:19 durchgesetzt. Durch den Sieg bleiben sie Zweiter in der zweiten Handball-Bundesliga. Nach einer mäßigen ersten Halbzeit drehte Ketsch nach der Pause auf. Ein 7:0 Lauf zwischen der 33. und der 41. Minute sorgte für die Vorentscheidung. Beste Werferin war Saskia Fackel mit 10 Toren. Ich glaube, wir haben uns in der Halbzeit gut gefangen, haben besprochen, was wir machen möchten. Und insgesamt gesehen war es dann in der zweiten Halbzeit spielerisch viel, viel besser. Wir haben auch komplett alle Spielerinnen spielen lassen. Auch Sarah Godazzi, die jetzt die Woche 18 wurde und jetzt ihr erstes Zweitligaspiel gemacht hat. Nächste Woche geht's für die Bären nach Hannover. Und gleich bei uns, wenn der Urlaub schon vorbei ist, bevor sich die Webseite des Reiseanbieters geöffnet hat und man gar nicht erst zum Buchen kommt. Langsames Internet, ein Horror in unserer Online-Zeit. Kleinen Moment noch.
Reisen buchen, Klamotten kaufen, mit Freunden von Angesicht zu Angesicht skypen. Das alles zu Hause vom Sofa aus, das ist für viele Menschen inzwischen Alltag geworden. Wenn man nicht auf dem Land wohnt, weil da gerade läuft das alles schneckenmäßig ganz langsam ab mit den Downloads. Das ist auch in Eschelbronn im Kraichgau so. Aber es könnte anders werden. Das fehlende Glasfaserkabel wird vielleicht ersetzt, wenn genügend Bürger mitziehen. Sven Marcinkowski berichtet darüber. Für Stefan Dinkel gehört das Internet zum täglichen Geschäft dazu. Er hat aus einem Schreinerbetrieb den in ganz Deutschland tätigen Dibra Brandschutzspezialisten geformt. Kunden in München oder Hamburg sind keine Seltenheit. Die Kommunikation über Telefon funktioniert auch gut. Sobald das Internet dazu kommt, ist es aber vorbei. Naja, also sie wäre halt immer daran gemessen, dass wir aus einer Provinz kommen. Ne? Wenn ich mit Kunden in München oder in Hamburg oder sonst irgendwo in welchen größeren Städten kommissioniere, dann sagen die, das geht gar nicht, ja. Für Messen und Ausstellungen beispielsweise muss er regelmäßig Promobilder und anderes Material hochladen und an Kunden verschicken. Häufig auch Mengen über 200 Megabyte. Also wir haben jetzt ca. 28, 29 Dateien ausgewählt. Die muss ich jetzt alle hochladen. Das dauert ein Stückchen. Während ein Timer den Upload mit Stopp, fahren wir auf den Eschelbronner Rathausplatz. Hier steht das Infomobil des Unternehmens Breitbandversorgung Rhein-Neckar, kurz BBV. Wenn in der Vorvermarktung genug Verträge zusammenkommen, wird das Unternehmen in Eschelbronn Glasfaser verlegen und dafür rund 3 Millionen Euro investieren. Bei der ersten Informationsveranstaltung, die wir gemacht haben, hatten wir erheblichen Zuspruch. Also wir waren so 150, 160 Leute da. Die waren sehr, sehr aufgeschlossen. Die ersten Tage haben wir, ich glaube, innerhalb von 4 Tagen fast 80 Verträge geschrieben gehabt. Preislich soll sich dabei nicht viel ändern. Von 40 bis 60 Euro ist die Rede. Insgesamt 520 dieser Verträge müssen unterschrieben werden. Und das bei einer Einwohnerzahl von gerade einmal 2600. Der örtliche Bürgermeister kämpft schon lange für ein schnelles Internet im Ort und ist vor allem von den alteingesessenen Unternehmen frustriert. Der Bezirksvertreter war hier von der Telekom, der saß hier am Tisch und der hat uns dann gegenüber verlautbart, dass die Telekom bei uns nicht ausbauen wird. Die Nachbarorte wohl schon, Meckesheim, Neidenstein auch, aber Eschelbronn hat man wohl vergessen. Oder vielleicht doch nicht. Wir fragen bei der Telekom nach und erhalten eine, sagen wir mal, überraschende Antwort. Wir können nicht zeitgleich überall ausbauen. Der großflächige Ausbau von Eschelbronn steht noch in diesem Jahr auf unserer Liste. Details werden wir in Kürze vorstellen. Davon weiß aber Bürgermeister Siesing nichts, kann sich aber vorstellen, warum das plötzlich irgendwie doch alles geht. Da jetzt eine Firma kommt und in den Markt drängt, wie jeder andere auch, dann denke ich mal, gibt es schon Prozesse in dieser Branche. Wir haben da keinen großen Einblick darin, muss ich ehrlich sagen. Ob die Telekom die Pläne der BBV zum Ausbau noch durcheinander bringen kann, zeigt sich bis Ende des Monats. Bis dahin müssen die 520 Verträge bei der BBV unterschrieben sein. Wir sind zuversichtlich, wenn wir das Ziel Ende des Monats erreicht haben, dann werden wir auch ziemlich schnell in die Planung gehen, sodass von heute an gerechnet innerhalb von 15 Monaten ganz Eschelbronn mit schnellem Internet ausgebaut ist. Für Dibra Brandschutzelemente und Stefan Dinkel wäre das schnelle Internet ein großer Schritt. Am Ende unseres Drehs sind gerade einmal 53% seiner Dateien hochgeladen. Und das in einem Zeitraum von mehr als einer Stunde. Montag, der 12. März, dieses Datum merke ich mir. Zum ersten Mal seit 11 Wochen habe ich keinen Wintermantel heute Morgen angezogen, aber auch nur, weil es geregnet hat und ich eine Regenjacke brauchte. Es ist nicht so frühlingshaft, Christina, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Ne? Meteorologisch müsste ja schon Frühling sein, oder? Ja, aber ich meine, es regnet, aber es ist wenigstens warm. Ja, wie es aber in den nächsten Tagen weitergeht, schauen Sie mal, ob es beim Regen bleibt. Der Start in die Woche war erstmal recht nass, wie man hier in Speyer sieht. Später kam dann aber wenigstens ab und zu mal die Sonne raus, aber die hält sich leider nicht. Am Dienstag hat die Sonne erstmal Pause. Der Tag bringt dichte Wolken und auch immer wieder etwas Regen. Westlich des Rheins halten sich die Mengen aber zurück. Der meiste Regen fällt am Nachmittag über dem Odenwald. Der anfangs noch kräftige Westwind wird im Tagesverlauf aber zum Glück schwächer. Nach einer recht milden Nacht steigen die Temperaturen morgen kaum an. 10 Grad sind das höchste der Gefühle. In Buchen ist bei 7 Grad Schluss. Die kommenden Nächte werden ziemlich kühl. Dafür schaffen es die Temperaturen tagsüber wieder in den Frühlingsbereich. Ab Freitag erwarten uns neue Schauer. Dazu gehen die Temperaturen am Wochenende wahrscheinlich spürbar zurück. Der Winter gibt sich leider noch nicht geschlagen.
Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen, meine Güte. Wenn es wenigstens ein Ronnensportverein hier wäre aus der Region, der sich nicht geschlagen gibt. Aber das Wetter könnte sich jetzt mal, der Winter wenigstens, geschlagen geben. Ja, vielleicht müssen wir hier auch so etwas einführen wie in anderen Städten, dass der Winter vertrieben wird oder verbrannt wird. So etwas gibt es ja überall. Bieke brennen, glaube ich, an der Nordsee, so etwas gibt es. Müssen wir hier auch mal einführen. Ja, gucken wir mal. Aber vielleicht haben Sie eine Idee. Wir sind dankbar für alle Ideen, die den Winter rausbringen aus dem Land. So. Und vor allem sind wir morgen wieder da mit einem skurrilen Urteil am BGH. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen. Ja. Bis morgen. Schönen Abend.